Ja, endlich mal Zeit, laut Zeitplan, mal was auszudiskutieren bis dreiviertel. Ja, liebe Genossinnen und Genossen, war doch alles in allem ein sehr kurzweiliger Nachmittag, den wir heute hier verbracht haben. Wir haben wichtige Weichen gestellt für die innerparteiliche Demokratie. Ich will noch mal deutlich sagen, vielen Dank, dass ihr unserer Bitte Folge geleistet habt, so zahlreich, trotz, denke ich mal, schönen Wetters und anderer Termine. Ich habe gehört, heute haben irgendwie alle noch Privates, zum Teil seit Stunden zu laufen. Satzungsfragen sind jetzt vielleicht nicht die spannendsten Diskussionen, aber die Sicherung der innerparteilichen Demokratie ist für uns ein hohes Gut, wo viele von uns 1990 aufgebrochen sind. Und ich freue mich, dass ihr daran teilhattet und wir die notwendigen Mehrheiten zustande bekommen haben. Wichtigstes politisches Signal, denke ich, heute war der Beschluss unseres Leitbildes. Wir hatten uns heute Vormittag aufgemacht, zu Beginn der Tagung an die Brandenburgerinnen und Brandenburger das Signal zu senden, dass wir ein klares, ein realistisches Bild unseres Bundeslandes haben und dass das mehrheitsfähig sein kann. Und ich füge jetzt hinzu, ich denke, ab heute Abend werden wir daran arbeiten, dass wir diese Mehrheiten dann auch zustande bekommen, bei der Kommunalwahl, bei der Europawahl, aber letztlich auch bei der Landtagswahl nächsten Jahres. Wie wir das aber mit der Landtagswahl noch genauer aufziehen, dazu treffen wir uns ab März nochmal zu weiteren Tagungen, dann aber auch schon des vierten Landesparteitages. Wir haben mit der ja deutlichen Beschlussfassung zum Initiativantrag dafür schon einige Fixpunkte eingezogen. Seit heute gehen wir also konkret daran, die 1150 kommunalen Mandate, die wir zurzeit innehaben, auch wieder zu verteidigen. Das heißt also ab heute, ich weiß, viele von euch sind da schon unterwegs, wir brauchen dafür die entsprechende Zahl von Kandidatinnen und Kandidaten. Das ist nicht allzu einfach. Viele sind unterwegs, auch ich im eigenen Kreisverband, Männer und Frauen dafür zu interessieren und dann einen engagierten Wahlkampf zu führen. Ab heute ist dafür erstes inhaltliches Rüstzeug angelegt und ich wünsche euch in diesem Sinne viel Erfolg bei den nun beginnenden Tagungen der Kreisparteitage und Kreismitgliederversammlungen, die nun folgen werden. Wir haben aber auch ganz klar mit Initiativanträgen soeben gezeigt, wir sind auf der Höhe der Zeit. Wir nehmen die Sorgen von Menschen ernst. Bei Flüchtlingen handelt es sich, daran will ich noch mal daran erinnern, sogar um Menschen, denen stehen Grundrechte wie Wahlrecht in unserem Land nicht mal zu. Wir haben ein Brandenburg für alle im Blick und das gilt natürlich auch für diejenigen, die hier Schutz und Sicherheit suchen, weil sie wovor auch immer in dieser Welt auf der Flucht sind. Insgesamt, denke ich, hat die Kultur der heutigen Tagung gezeigt, dass die brandenburgische Linke es ernst nimmt. Wir stehen für eine andere politische Kultur. Wir wollen miteinander streiten, wir wollen uns nicht zerstreiten. Wir ringen um die beste Lösung und wir ringen den anderen deswegen nicht nieder, weil er eine andere Auffassung hat. Mit diesem Beispiel sind wir heute wieder ein gutes Beispiel im Land Brandenburg, auch für andere Parteien, die es danach, zumindest nach Medienwiderspiegelung, nicht immer so ernst nehmen. Deswegen sei an dieser Stelle auch ausdrücklich Dank gesagt. Und da will ich zuvorderst sagen, dass ihr hoffentlich bemerkt habt, dass es einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen verschiedensten gesetzten Redebeiträgen gab. Ob es Bernd Rieksinger war, unser Fraktionsvorsitzender Christian Görke, unser Spitzenkandidat für die kommenden Landtagswahlen, ob es unsere Spitzenkandidatin der vergangenen Bundestagswahlen, die Anna Golze war, unser Landeswahlkampfleiter oder auch mein Beitrag, die hatten alle einen logischen Zusammenhang, für den zeichnen sowohl in der Erarbeitung als auch in der strategischen Linienführung Gerlinde Kranert und Thomas Falkner für heute wesentlich Verantwortung und dafür einen herzlichen Dank. Ich darf aber auch ganz besonders herzlichen Dank sagen an das Arbeitspräsidium mit seinen drei Arbeitsgruppen. Ihr habt uns souverän durch die Tagung geführt und das hat natürlich auch was mit der Rededisziplin aller Rednerinnen und Redner zu tun. Herzlichen Dank auch dafür, sonst hätten wir unseren anspruchsvollen Themen und Zeitplan heute nicht schaffen können. Vielen Dank an die Kommission, beginnend bei der Mandatsprüfung über die Antragskommission. Ich danke den Zählerinnen und Zählern und natürlich der Redaktionskommission, die wieder heute einen Haufen Bergarbeit gemacht hat und hier sei nicht zuletzt Norbert Müller noch mal ausdrücklich hervorgehoben. Danke, Norbert, du hast wieder hier ein dickes Brett gebohrt. So, ich danke den Organisatorinnen und Organisatoren der heutigen Tagung, sowohl hier vor Ort als auch aus der Landesgeschäftsstelle. An der Spitze unsere Landesgeschäftsführerin Andrea Jolige. Herzlichen Dank für euer Engagement. Schließt natürlich aber alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein,
Da will ich jetzt niemanden aber besonders hervorheben, sonst würde ich wieder einen vergessen, ihr seht es mir nach. Das technische Team hat heute wieder Klippen gemeistert. Hinter den Kulissen haben wir heute die Erfahrung gemacht, wie schwierig es ist, modernste Drucktechnik funktionsfähig zu halten. Es ist dann letztlich gelungen, das haben wir alles hier im Saal nicht bemerkt. Die Schweißperlen standen Matthias Osterburg und Rainer Wirks auf der Stirn. Herzlichen Dank euch beiden und dass ihr das alles noch hinbekommen habt. Vielen Dank den Kollegen in der Regie, die uns immer Wort und Licht erteilt haben und für die diversen Einspiele hier. Es hat hervorragend geklappt. Ihr seid mittlerweile ein so tolles und verlässliches Team. Danke euch und wir uns muss für die nächsten Tagungen nicht bange sein. Mittlerweile nicht mehr bei uns, aber ihr habt es bemerkt, wir hatten zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter von Medien hier. Ich denke, dass sie einiges mitnehmen und dass sie einiges, naja, mehr oder weniger umfangreich, aber hoffentlich auch richtig widerspiegeln. Sie haben jedenfalls die Chance gehabt, mit vielen von euch zu reden. Danke auch an euch dafür, dass ein solch lebendiges Bild unserer Tagung rüberkommt und dann hoffentlich das Bild der Linken auch von diesem Wochenende heraus auch prägt. Vielen Dank an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Hauses. Es waren gute Tagungsbedingungen, auch wenn wir hier das Gefühl haben, wir sitzen irgendwie in einer Hälfte der Halle gedrängt. Aber ich denke mal, hier zwischen diesen Pfosten zu sitzen, wäre noch merkwürdiger gewesen. Wir hatten gute Tagungsbedingungen, wir hatten eine freundliche Bedienung. Und diejenigen, die uns die Halle empfohlen haben, hier in dieser wunderschönen Stadt, euch auch nochmal herzlichen Dank. Lasst uns nun daran gehen. Lasst uns den Schwung der vergangenen Wahlkämpfe, ob es ein Landratswahlkampf in Teltow-Fleming oder Märkisch-Oderland war, ob es die Auseinandersetzungen zur Bundestagswahl in unserem Bundesland waren, lasst uns diesen Schwung rübernehmen, lasst uns gemeinsam arbeiten, lasst uns weiter an Erfolgen arbeiten, dann werden diese Erfolge nicht ausbleiben. Lasst uns so schwungvoll bleiben. Vielen Dank.